Einen Moment. Ihnen einen wunderschönen guten Morgen aus Bad Waldsee. Herzlich willkommen zu einem weiteren Heilpflanzenseminar der Saluvet-Akademie. Zunächst mal hoffe ich, dass Sie alle gut durch den Sommer gekommen sind. Hier in Bad Waldsee ist heute wunderbares, sonniges, recht warmes Wetter. Sie merken, ich rede schon mal ein bisschen, um wie üblich zu testen, ob Sie mich hören, ob Sie mich sehen können. Es wäre ganz nett, wenn der ein oder andere mir ganz kurz eine Mitteilung gibt, ob ich verständlich bin. Wunderbar, ich kriege schon eine Meldung. Alles perfekt. Wunderbar. Ja, heute haben wir uns eine besondere Heilpflanze rausgesucht, wie ich finde, weil man gemeinhin eigentlich immer von Heilkräutern spricht. Und bei Kräutern, da stellt man sich irgendwas vor, wie wir es ja auch schon besprochen hatten. Ja, das, was man so im Garten hat, was recht niedrig wachsend ist. Und heute habe ich mir mal einen Baum herausgesucht, und der Ihnen vielleicht gar nicht so vertraut ist als Heilpflanze. Wir kennen ihn alle, die Birke, wunderschöne Pflanze. Aber als Heilpflanze ist sie uns in der Regel kaum bekannt. Schauen wir uns einfach mal an, was die Birke uns zu erzählen hat. Sie wissen, dass ich immer ganz gerne starte mit einem kleinen Spruch, einem kleinen Gedicht, um etwas ins Thema hineinzukommen. Und für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht zum ersten Mal heute dabei sind, es ist inzwischen die 10. Folge unserer Heilpflanzenreihe. Für Sie, das soll nicht bierernst sein, das soll nicht hochwissenschaftlich sein. Wir wollen uns nicht in Biochemie oder in pharmazeutischen Ebenen bewegen. Ich glaube, davon haben wir alle nichts. Das soll eher was für die Praxis sein und relativ unterhaltsam, sodass man das im Vormittag neben einer Tasse Kaffee ganz gut konsumieren kann. Ich habe ein wunderbares kleines Gedicht gefunden von Nicolas Lenau und die passenden Fotos dazu gefunden. Ich sah in bleicher Silberpracht der Birken Stämme prangen, als wäre dran aus heller Nacht das Mondlicht blieben hangen. Und Sie sehen das schon bei diesen wunderschönen Bildern, das sieht richtig leuchtend aus, diese Birkenstämme im Dunkeln. Also die geben uns richtig Lichtsignale und es sieht tatsächlich so aus, als wäre da ja ein Mondlicht dran hängen geblieben. Ich glaube, die Birke muss man nicht groß vorstellen. Wir kennen sie alle. Ich habe hier zunächst mal eine schöne Moorbirke als Darstellung. Wenn ich jetzt im Folgenden allgemein von der Birke spreche, dann sind das ganz unterschiedliche Birkenarten, von denen ich rede. Und zwar einmal der Betula pendula, das ist eben die Hängebirke, oder eben der Betula pubescens, das ist eben die Moorbirke. Und es sind beides Heilpflanzen. Und wir kennen sie alle, diesen wunderschönen großen Baum, der bis zu 30 Meter Höhe erreichen kann. Das ist meistens im Frühjahr das erste saftige junge Grün, was wir sehen. Es wirkt immer ganz leicht, ganz luftig. Aber wenn man mal gesehen hat, wie bei Sturm diese Zweige der Birke also wirklich wild durch die Gegend peitschen, da merkt man doch schon, da steckt eine ganze Menge dahinter, hinter dieser Pflanze. Und das Spannende, weshalb wir sie eigentlich alle sofort erkennen, auch wenn sie noch kein Laub hat, das ist natürlich diese typische Rinde, diese Birke, diese Borke, die eben abplatzen kann. Und es ist also ein typischer Laubbaum, es gehört zu den Birkengewächsen. Ist zu Hause in Europa oder im vorderen Asien, liebt vor allen Dingen eben das kühle, gemäßigte Klima, ist nichts, was wie sonst viele Heilpflanzen im Mittelmeerraum zu Hause ist, lebt also tatsächlich, kommt auch vor im Norden Skandinaviens oder ist auch sehr verbreitet Richtung Baltikum zum Beispiel. Die Birke liebt lichte Wälder, auch an Mooren oder in der Heide kennen wir sie. Sie gilt eigentlich als recht genügsamer Baum, als Pionierbaum, der immer als erstes irgendwo auftaucht. Und es ist ein sehr schlanker Baum, haben wir schon gesehen, der eben diese typische weiße, papierähnliche Rinde hat, die man ja wahrscheinlich, haben Sie das auch gemacht als Kind, manchmal auch so ein bisschen abgepult hat. Wenn wir allgemein von der Birke reden, ja, dann es gibt im Detail weltweit über 100 verschiedene Birkenarten. Und bei uns in unserer Breite sind eben am häufigsten die Hängebirke, schon angesprochen die Betula pendula oder eben auch die Weißbirke, die eben mit dem anderen Namen auch als Moorbirke bezeichnet wird, Betula alba, die Moorbirke, Betula pubescens.
Diese Birkenarten sind unterschiedlich, sind schwierig zu differenzieren und zu unterscheiden voneinander, weil die sich tatsächlich untereinander auch kreuzen. Deshalb kann man nie so ganz klar sagen, das ist jetzt eine Hängebirke, das ist jetzt eine eindeutige Moorbirke. Es gibt wenig artenreiche Exemplare und deshalb redet man im Folgenden allgemein von der Birke, weil all diese Birken, diese beiden Birkenarten beide bei uns als Heilpflanze vorkommen und als Heilpflanze genutzt werden. Wir kennen die Rinde, hatten wir schon gesagt. Anfangs ist sie sehr glatt und ist eben typisch weiß. Und je älter dieser Baum wird, je älter natürlich dann auch die Borke, die Rinde wird, umso eher platzt diese zarte Rinde ab und wir sehen immer mehr von diesen schwarzen hervorkommend. Und irgendwann löst sich eben dieses weiße Häutchen ab. Und das Typische, hatten wir schon gesagt, sind eben diese zarten hellgrünen Blätter, die uns im Frühjahr mit als erstes erfreuen und dass der Baum sehr hoch werden kann. Er kann bis zu 30 Meter Höhe erreichen. Und eine Besonderheit der Birke ist eben noch, dass in einer Pflanze zwei Geschlechter vorkommen. Wir haben also auf der einen Seite die männlichen Blüten. Wir haben sie hier auf der linken Seite abgebildet. Und auf der anderen Seite kommt an dem gleichen Exemplar, an dem gleichen Baum, kommen auch weibliche Blüten vor. Das nennt man einhäusig, also in einem Haus auf einer Pflanze getrennt geschlechtlich vorkommt. Sie wissen, dass ich mir immer ganz gern mal den Namen der Heilpflanzen anschaue. Die Pflanze hat ja je nach Region auch ganz unterschiedliche Namen. Das werden Sie zum Teil sicher auch kennen, je nachdem, von wo Sie kommen. Manche sagen einfach nur gewöhnliche Birke. Wir hatten gerade schon die Hängebirke. Oder eben auch Harzbirke, Raubirke, Weißbirke, Sandbirke, Warzenbirke, Moorbirke, Haarbirke, Besenbirke. Sie merken es also, ganz unterschiedliche Begriffe für diesen Baum, für diese Pflanze. Und der lateinische Name ist eben Betula, Birke allgemein. Und je nachdem, welche Art es ist, Pendula oder Pubescens. Der Begriff, der Name, der lateinische, der botanische Name Betula, der wird vermutlich, so ganz genau weiß man es nicht, abgeleitet von dem gallischen Begriff Betu für Harz. Da ist also dieses Birkenharz gemeint oder eventuell auch aus dem Lateinischen kommend Bitumen, eben ein Begriff für Erdpech. Ganz genau ist, ganz sicher ist man sich nicht. Es wird auch diskutiert, dass man es eventuell auch dieser Begriff abgeleitet wird vom lateinischen Begriff für Schlagen, Batuare. Und das kennen Sie vielleicht noch, wenn Sie Saunagänger sind oder in Skandinavien mal in der Sauna waren, dass man sich also nicht nur die Birkenzweige bei starkem Wind durch die Gegend peitschen schlagen, sondern dass sich eben vielfach auch die Menschen mit Birkenruten in der Sauna schlagen, was natürlich eine zusätzlich durchblutungsfördernde Wirkung hat. Schlagen eben als alter, ursprünglich magischer Brauch, dass man sich mit Birkenruten geschlagen hat. Und der deutsche Name, der deutsche Begriff Birke, der soll wohl vom indogermanischen Berek stammen und das wäre die Bedeutung für glänzen. Und das ist ja schon das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, dass sich das Licht in dieser weißen Borke fängt und das sieht richtig glänzend aus. Und der althochdeutsche Begriff wäre Bircha. Und da scheint es einen Zusammenhang zu geben zum alten germanischen Rune Berkana. Das wäre der Begriff für hütende Mutter Erde. Da scheint also eine ganze Menge Mythologie mit dieser Pflanze, mit diesem Baum verbunden zu sein. Und das ist immer ganz spannend, wenn man sich das einfach mal anschaut, welche Bedeutung dieser Baum denn bei unseren Vorfahren hatte. Ja, welches sind die wertbestimmenden Inhaltsstoffe der Birkenblätter? Zu Heilzwecken werden vor allen Dingen bei uns die Blätter verwendet. Aber eben zunehmend in der Medizin, und da kommen wir gleich nochmal drauf, eben auch die Rinde bzw. der Saft, der aus der Rinde gewonnen wird. Und das ist das sogenannte Birkenwasser, was Sie sicher auch schon mal gehört haben, was vielfach zur Pflege der Haare, ja, wenn das Haupthaar sich immer mehr lichtet, verwendet wird, um einer Glatze vorzubeugen. Ob das wirklich funktioniert, das muss man sich fragen. Welche wertbestimmenden Inhaltsstoffe enthalten denn die Birkenblätter?
Es sind auf der einen Seite 2 bis 3% Flavonoide. Dann sind es ja, Saponine, dazu gehören vor allen Dingen die Betulinsäure oder das Betulinol. Zusätzlich sind auch Gerbstoffe vorhanden, Pflanzensäuren, Mineral, Kalium relativ viel und auch in den Birkenblättern ein ätherisches Öl, und zwar bis 0,1%. Das vermutet man vermutlich gar nicht. Ätherische Öle, die traut man eigentlich immer eher den mediterranen Pflanzen zu. Und es ist auch eine gehörige Portion Vitamin C in den frischen Birkenblättern enthalten. Man sagt so bis 0,5% etwa. Und genutzt werden zum Teil auch die Birkenknospen, also gerade auch in der traditionellen Medizin. Die enthalten vor allen Dingen Flavonoide und einen deutlich höheren Anteil an diesen ätherischen Ölen, nämlich 4 bis 6%. Und das ist schon eine ganz ordentliche Portion. Ich hatte Ihnen schon gesagt, dass die Birke eine ganz besondere Bedeutung ja, in der Geschichte hat, also auch in der Symbolik, in der Mythologie. Und insgesamt steht die Birke in der Regel eigentlich immer für einen Neubeginn und für den Frühling. Und ich glaube, das kann man nachvollziehen, wenn das das erste junge, saftige Grün ist, was wir zu sehen bekommen. Dann merkt eigentlich jeder, jetzt sind wir im Frühling angekommen. Pardon. In der germanischen und in der slawischen Mythologie, der ist die Birke der Göttin Freya gewidmet. Und Sie wissen vielleicht, dass die Göttin Freya eben die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit war. Also eine ganz große Bedeutung. Die Birke ist in der keltischen Mythologie auch das Attribut der keltischen Muttergöttin, der Brigida. Also hat auch was. Mutter, Muttergöttin, Liebe, Fruchtbarkeit, eine Bedeutung. Und bei den Kelten war es auch üblich, dass Verheiratete zu dem Beltanetag, das ist der 1. Mai, dem Ehegelöbnis entbunden waren. Und die jungen Paare, die trafen sich dann im Birkenwald. Also auch das scheint was mit Liebe, mit Fruchtbarkeit zu tun zu haben. Und dem Ganzen entlehnt ist auch ein Brauch, den wir in vielen Regionen heute noch betreiben. Sie kennen das vielleicht auch, dass zum 1. Mai die jungen Männer ihrer Liebsten einen mit bunten Bändern geschmückten Birkenbaum vor die Wohnungstür oder vor die Haustür stellen. Und das ist traditionell auch eine Birke. Sie kennen diese Bilder. Das ist ein ziemlich großer Baum, aber ja, da muss die Liebe sehr groß gewesen sein. Die Birke steht darüber hinaus in der Symbolik, hatten wir schon gesagt, für Neubeginn, für Frühling. Von der Optik her, weil sie sehr luftig, sehr leicht wirkt, ist sie auch ein Symbol für Leichtigkeit, für Frische. Und sie gilt darüber hinaus aber auch als Baum des Schutzes. Und das kann man eigentlich schon, wenn man sich diese Bilder hier anschaut, mit diesen leuchtend weißen Stämmen ganz gut vorstellen, weil ja, an diesem weißen Stamm wird das Restlicht gefangen und der Stamm, der leuchtet quasi noch in der Dunkelheit und weist uns den Weg. Und deshalb ist die Birke auch ein sehr beliebter Alleenbaum oder den man auch gerne in Moorregionen an den Moorrändern gepflanzt hat, damit man den richtigen Weg findet. Früher gab es ja diese Straßenbeleuchtung nicht und an Mooren in der Natur häufig natürlich heutzutage auch nicht. Und dass man eben auch über das Mondlicht immer noch sieht, dass man auf dem richtigen Weg ist. Also die Birke ist auch richtungsweisend als Alleenbaum. Und wer wie ich von der Küste stammt, aus dem Norden, ich glaube, da haben wir auch den einen oder anderen Zuhörer heute dabei, wer an der Nordsee zu Hause ist, der kennt vielleicht auch die Birken, wie sie im Wattenmeer als Pricken, also als Fahrwasserkennzeichnung, die richtigen Weg weisen, dass man nicht auf Untiefen aufläuft, sondern auch da ist es im Grunde genommen ein Wegweiser, den man also auch bei schlechtem Licht, bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch ganz gut erkennen kann, weil sich in diesem Weiß eben das Licht fängt. Und ein weiteres, ja, eher der Mythologie entnommene Tradition ist dieses traditionelle Auskehren der Stuben auch im Frühjahr mit Birkenreisig. Da hat man also die Birke verwendet und da ging es eben darum, nicht nur den Schmutz, sondern auch die bösen Geister, die sich über das Winterhalbjahr in der guten Stube angesammelt haben, zu entfernen. Und die Birke ist in den nordischen Ländern, in Skandinavien oder in Estland oder wenn man Richtung Nordosten geht, in den Ländern eigentlich das, was für uns die Linde ist. Also sie hat eine ganz große Bedeutung in der Volkskunde.
Die Birke historisch war bei den Römern, bei den Griechen oder bei den Ägyptern tatsächlich nicht bekannt. Sonst haben wir uns immer geguckt, was ist im Altertum, im klassischen Altertum dazu gesagt worden. Ja, die Birke wächst ganz einfach nicht dort, wo die Römer, die Griechen oder gar die Ägypter zu Hause waren. Also dadurch war die Birke auch unbekannt als Heilmittel bei den Römern und bei den Griechen. Aber im Norden Europas oder auch bei den slawischen Völkern, da hat sie eine ganz lange Tradition schon seit dem Altertum in der Verwendung. Und man hat sowohl die Blätter verwendet als auch den Birkensaft, den man gewinnen kann, oder eben auch der Birkenteer, der hat eine Bedeutung, eine Verwendung gefunden in der Volksmedizin. Und Sie sehen hier ganz schön, wie eben hier diese weiße Rinde eben ganz leicht abgeschält werden kann. Und auch in der Steinzeit hat man sich schon der Birke bedient und eben auch ja, für Nutzgefäße. Man hat diese feine Birke abgeschält und diese Rinde eben sowohl für Umhänge, für leichte Umhänge, die aber regenabweisend waren, verwendet, für Taschen, für Matten, für Schuhen oder eben auch für Behälter. Und so weiß man, dass also auch der Ötzi, den man im Gletschereis gefunden hat, dass der einen Becher aus Birkenrinde bei sich getragen hat, um Wasser schöpfen zu können zum Trinken. Und das war ganz einfach ein leicht zu transportierendes Gefäß. Und diesen Birkenteer, diesen klebrigen Teer, den hat man verwendet, um Dächer abzudecken oder eben um Behälter zu verschließen, eben mit diesem Birkenpech. Und eine andere Geschichte war eben auch, dass man Pfeilspitzen auch mit diesem Birkenpech, mit diesem Birkenteer an Holzstäben beispielsweise befestigt hat. Und ein weiteres Kuriosum, was ich noch bei meiner Recherche gefunden habe, man meint ja immer, dass das Kaugummi von den US-Amerikanern erfunden worden ist. Nein, also das älteste Kaugummi der Welt, wie man meint, das hat man in Schweden gefunden. Und zwar ist das eben dieses Birkenharz, dieser Birkenteer, wenn es fest wird, eben richtig eine Kaumasse wird. Und da hat man Zahnabdrücke erkannt und man hat das Ganze rückdatiert und hat festgestellt, das ist also ein Kaugummi gewesen, was man schon vor 9000 Jahren verwendet hat. Finde ich ganz nett am Rande. Ja, in der historischen medizinischen Verwendung, da schaue ich immer ganz gern, was Hildegard von Bingen gesagt hat, die im 11. bzw. im 12. Jahrhundert, das war gerade so die Wende, gelebt hat. Sie kennen diese Äbtissin, die sich sehr mit Heilpflanzen befasst hat. Und sie hat eben die Bedeutung der Birkensprossen und der Kätzchen schon bei Hautproblemen erkannt. Und auch heute kommt der Birke und den Wirkstoffen aus der Birke eine ganz besondere Bedeutung bei Hautproblemen zu. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Sie hat es damals empfohlen für Hautprobleme, zum Beispiel Furunkel, also wenn sich Haarbalgentzündungen sind oder Schwellungen, einfach ganz einfach zur Unterstützung der Wundheilung. Im 16. Jahrhundert. Da gibt es ja, Wissen aus den sogenannten Kräuterbüchern von Adamus Lonicerus oder Hieronymus Bock. Die beiden haben in ihren Kräuterbüchern die Birke empfohlen, beziehungsweise den Birkensaft, und zwar bei Steinleiden, also Gallensteinen, aber vor allem Nierensteinen, bei Gelbsucht oder eben auch zur Mundspülung bei Schleimhautentzündung. Und Matthäus aus dem 16. Jahrhundert, der empfahl die Verwendung der Birke gegen Ödeme, also gegen Schwellungen, gegen Wasseransammlung im Gewebe oder äußerlich als Badezusatz bei Räude, also Milbenbefall. Die klinisch nachgewiesene Wirkung der Birkenblätter, die ist im Moment, was offiziell anerkannt wird, leider noch sehr reduziert. Man hat vor allen Dingen den Einsatz als harntreibende Wirkung. Also da geht es vor allen Dingen um die Durchspülungstherapie bei bakteriellen oder entzündlichen Infektionen der ableitenden Harnwege, Nierenentzündung, Nierengries, Nierensteine. Oder eben ergänzend bei rheumatischen Beschwerden. Da geht es ja auch darum, dass etwas ausgeleitet werden soll.
Die zweite klinisch in großen Studien anerkannte Wirkung der Birkenblätter, das ist die entzündungshemmende Wirkung. Und wenn man sich mal da ganz genau anschaut, was da in diesem ätherischen Birkenöl enthalten ist, da finden wir hier dieses Methylsalicylat. Haben Sie vielleicht in einem ähnlichen Begriff schon mal gehört? Sie haben kennen sicher, Entschuldigung, ich habe heute irgendeine Reizung, bin noch nicht wieder in Übung. Das Salicylat ist ein Salz der Salicylsäure und Sie kennen sicher Acetylsalicylsäure, das ist dieser Wirkstoff aus dem Aspirin. Und da merken Sie schon, dass in diesem ätherischen Birkenöl eine Substanz, ein Stoff enthalten ist, der eine ganz starke entzündungshemmende Wirkung hat. Und das hat man auch in großen klinischen Studien nachgewiesen. Also ganz große Bedeutung kommt den Birkenblättern zu, wenn es um Entgiftung geht, wenn es um Anregung der Nierenfunktion, um Ausschleusen von Giftstoffen geht oder wenn man insgesamt eben die ableitenden Harnwege, Nieren-Blasenfunktion unterstützen möchte. Und da weiß man, es gibt ja viele Pflanzen, wir hatten ja auch schon von der Brennnessel gesprochen, aber dass gerade eben die Wirkung der Birkenblätter ganz stark ist, aber dass es die sanfteste Form der Nierendurchspülung ist, also ohne die Niere unnötig zu reizen, die es eigentlich gibt. Also es ist eine wunderbare Pflanze, wenn es darum geht, die Nierenfunktionen unterstützen. Und da denken spätestens die Pferdebesitzer ja schon, denke ich mal, daran, dass das Organe sind, die vor allen Dingen eben bei den Pferden ja schnell mal belastet sind. Volksheilkundlich sind die Birkenblätter eingesetzt worden, vor allen Dingen in der Frühjahrskur oder als Frühjahrskur. Und diese Bedeutung ist auch das, was wir vielfach heutzutage noch nutzen. Innerlich vor allen Dingen bei Gichterkrankungen, bei diesen Gelenkserkrankungen, die durch erhöhte Harnsäurekonzentrationen im Gewebe auftreten oder eben auch bei Rheuma, bei Weichteilrheumatismus, bei diesen schmerzhaften Gelenkschwellungen oder eben auch bei Arthritis sowie zur Blutreinigung. Da geht es eben daran, diese ganzen Stoffe möglichst auszuleiten, sanft, nierenschonend aus dem Körper auszuleiten. Äußerliche Anwendung der Birkenblätter hatten wir schon angesprochen bei Haarausfall, bei Schuppen, bei Hautpilzen, bei Krätze, also immer als Waschungen mit einem Aufguss, also quasi einen wässrigen Aufguss, als hätte man einen Tee gemacht. Da merken Sie schon, dass es also auch eine große Bedeutung hatte, wenn es so Richtung Haut geht. Und das ist eben ein ganz neues, ganz interessantes Forschungsfeld, das man entdeckt hat im Zusammenhang mit der Birke. Denn das ist vor allen Dingen die Birkenrinde, die heute ganz stark untersucht wird. Und da gibt es inzwischen auch klinische Studien, die sich mit einem Rindenextrakt beschäftigt haben, mit einem betulinreichen Rindenextrakt. Und das ist eine Spezialzubereitung. Das ist also nichts, was wir machen können, was so jeder von uns zu Hause machen kann. Also da diese ganzen Stoffe sehr schlecht löslich sind, muss man das eben schon der Pharmazie überlassen. Das sind also Spezialzubereitungen, die in ganz bestimmten pharmazeutischen Unternehmen hergestellt werden. Und da weiß man, dass dieser betulinreiche Extrakt, der eben aus der Rinde, nicht aus den Blättern gewonnen wird, dass der eine ganz stark wundheilungsfördernde Wirkung hat. Und die Forschung, die beschäftigt sich ganz intensiv mit diesen Geschichten, vor allen Dingen gerade was diese Menschen, die ganz stark von Schuppenflechte geplagt sind, die mit Neurodermitis zu tun haben oder mit dieser aktinischen Keratose. Das ist eigentlich eine Vorstufe des Hautkrebses. Und es gibt weitere Forschungen an Hauterkrankungen, für die es eigentlich im Moment gar keine zugelassenen Präparate bis dahin gegeben hat. Und ich habe also gerade vor kurzem gelesen, dass es jetzt seit 1. September noch ein neues zugelassenes Arzneimittel gibt, eben auch ein Birkenrindenextrakt, beschäftigt sich eben mit einer Erkrankung, die mit ganz starker, ganz schmerzhafter Blasenbildung der Haut verbunden ist. Das ist eine genetische Erkrankung, bei der man bisher auch nicht wusste, was man machen sollte. Und da hat man tatsächlich ganz starke Linderung, ganz starke Verbesserung mit diesem Rindenextrakt aus der Birke feststellen können. Und insgesamt kann man vielleicht sagen, bei allen chronischen Hautentzündungen, bei Ekzemen, also bei nässenden Hauterkrankungen. Und das ist also auch in der Tradition tatsächlich, auch in der Volksheilkunde in den nordischen Ländern schon eingesetzt worden. Da wird nämlich traditionell dieses ganz feine, diese
abgezogenen, diese Birkenhäutchen hat man auf die Haut aufgelegt bei Verletzungen, also quasi wie ein Pflaster hat man dieses Birkenhäutchen aufgelegt und hat ganz einfach festgestellt, dass die Wunden sehr viel schneller, sehr viel besser wieder geheilt sind. Dieses Betulin aus der Birkenrinde ist ein ganz, ganz interessanter Stoff. Das ist ein Triterpen. Das kommt zwar auch in den Blättern vor, aber einfach in sehr viel höherer Konzentration eben in der Rinde, nämlich bis zu 30% in der Birkenrinde enthalten. Und dieser Stoff ist das eigentlich Weiße, was wir wahrnehmen in der Birkenrinde, die sich hier ja so schön abpellt. Und die Birkenrinde, dieser weiße Farbstoff, sage ich jetzt einfach mal, der dient dem Baum als UV-Schutz, also als Schutz vor zu intensiver Sonneneinstrahlung. Da merkt man schon, UV-Schutz hat auch unter Umständen ja wieder was mit der Haut zu tun. Oder natürlich eben auch zur Schädlingsabwehr, denn auch eine Birke hat natürlich potenzielle Fraßfeinde oder eben auch Pilzbefall oder sonstige Geschichten und muss sich ganz einfach schützen, ganz einfach wehren. Und ich hatte Ihnen schon gesagt, dass dieses Betulin eben leider nichts ist, was wir selber zu Hause gewinnen können. Da es nämlich sehr schlecht löslich ist, ist dieses Betulin nur in Form pharmazeutisch hergestellter Spezialextrakte verfügbar. Ich habe Ihnen zwar gesagt, dass wir uns hier nicht der Biochemie widmen wollen, aber weil das ein so interessanter Stoff ist, habe ich tatsächlich hier mal die chemische Strukturformel mit hingelegt. Und dieses Betulin ist inzwischen eben tatsächlich bekannt dafür, dass es eine wundheilungsfördernde Wirkung hat, dass es auch den Juckreiz mildert. Das ist ja das, was eben bei Schuppenflechte zum Beispiel auch ein riesengroßes Problem ist. Es hat eine hautregenerierende, eine hautneubildende Wirkung und wir haben es gesehen, auch eine antientzündliche Wirkung. Und es gibt inzwischen einige Fertigpräparate, die man als Creme anwenden kann, wenn man eben mit so starker, juckender, gereizter, empfindlicher, allergischer, chronisch kranker Haut zu tun hat. Und eine weitere Geschichte, die man, Sie merken also, die Forschung geht weiter, man widmet sich sehr intensiv dieser Birkenrinde, dass diese Betulinsäure tatsächlich auch Krebszellen zerstören kann, indem sie die Apoptose, das ist also quasi der Selbstmord dieser Krebszellen, induziert und auslöst. Also das ist eine Pflanze, die noch was ganz stark Interessantes in sich birgt. Und ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen, wenn sich die Pharmaindustrie intensiver damit beschäftigt. Ja, was für uns üblich ist, was für uns machbar ist als Praktiker oder natürlich auch als Tierbesitzer, ist die Verwendung der Birkenblätter. Und ich habe erstmal geschaut, was wir als Menschen nutzen können. Und die Empfehlung ist eine Tagesdosis von maximal 6 bis 10 Gramm pro Tag. Wenn man eine richtige arzneiliche Wirkung haben möchte, dann sollte man sich natürlich auf Fertigpräparate, auf standardisierte Fertigpräparate verlassen, weil die eingestellt sind auf einen ganz bestimmten Wirkstoffgehalt, also einen bestimmten Mindestgehalt an diesen Gesamtflavonoiden. Also da könnte man einen Frischpflanzenpresssaft sich besorgen, zum Beispiel wenn man massiv mit rheumatischen Beschwerden, mit Gicht zu tun hat. Da würde man 2 bis 3 Mal am Tag etwa 15 Milliliter von diesem Presssaft zu sich nehmen. Und ganz wichtig bei all diesen ganzen Sachen, immer wenn es darum geht, die Harnwege oder eben auch die Nieren zu durchspülen, muss man natürlich irgendetwas haben, was das Ganze durchspült. Also ist es ganz wichtig dabei, dass man da 2 bis 3 Liter Wasser begleitend dazu trinkt. Wenn man diese Blätter selber ernten möchte, sollte man das möglichst Ende Juni machen. Und um die eben sehr die Inhaltsstoffe zu bewahren, geht es eben auch darum, diese Blätter möglichst schonend und rasch zu trocknen. Was wir machen können, was wir uns merken können fürs nächste Frühjahr, dass wir vielleicht eine Frühjahrskur machen und morgens, mittags, abends immer mal eine Tasse Birkenblättertee trinken. Da kann man so 2 bis 3 Gramm zerkleinerte, entweder frische oder getrocknete Birkenblätter verwenden. Und die mit 150 Milliliter heißem Wasser übergießen. Und Sie wissen, immer wenn ätherische Öle enthalten sind, ist es sinnvoll, ein Deckelchen oben drauf zu legen, damit während dieser Ziehzeit nicht diese ätherischen Öle auch schon verschwinden. Die sind ja flüchtig. Sollte man etwa 10 bis 15
Minuten zugedeckt ziehen lassen und dann genießen. Wer von Ihnen allerdings ein Birkenpollenallergiker ist, der sollte das Ganze nicht machen, denn es ist sicher unvermeidbar, dass irgendwo auf diesen Birkenblättern auch Birkenpollen anhaften können. Und das kann natürlich für einen Allergiker schon zu viel sein, sodass das einen allergischen Schub auslöst. Und das wollen wir nicht. Also wer Birkenpollenallergiker ist, der wird die Birke sicherlich eher fürchten. Also für den wäre diese Zubereitung aus diesen Selbstzubereitung aus diesen getrockneten oder frischen Birkenblättern leider nichts. Jetzt schauen wir mal, wie sieht es denn aus bei den Tieren? Welche Mengen sollte man bei der jeweiligen Tierart als Tagesdosis innerlich verwenden? Da wird sich jeder von Ihnen seine Tierart wieder heraussuchen. Man sagt auch hier wieder so ein Teelöffel, zerkleinerte Blätter sind so ungefähr Pi mal Daumen in Gramm. Ich glaube, wir haben Tierbesitzer, wir haben nicht nur Pferdebesitzer, wir haben auch Besitzer von Rindern, von Schafen, von Ziegen, eventuell zunehmend mehr, vielleicht auch von Neuweltkameliden. Vielleicht hat jemand auch einen Alpaka oder einen Lama. Auch bei den Schweinen, bei den Hunden, bei Geflügel oder bei Kaninchen kann man Birkenblätter anbieten. Wie so häufig für Katzen sind diese Birkenblätter leider nicht geeignet. Und bei den Tieren ist ähnlich wie bei uns Menschen, aber immer darauf zu achten, wenn man Birkenblätter gibt, sollte man, also wenn es um diese Nierenfunktion, diese ausleitende Entgiftungsfunktion geht, da sollte man natürlich immer ausreichend Flüssigkeit zuführen. Aber das gebietet ja schon der Tierschutz, dass die Tiere jederzeit ausreichend Zugang zu Flüssigkeit, zu Wasser haben müssen. Es gibt eine Gegenanzeige, wenn wir uns vorhin diese Schwellung, diese Ödeme angeschaut haben, eine Gegenanzeige wäre, das heißt, dann sollte man es nicht nehmen, wenn diese Ödeme also eine Folge von Herz- oder Niereninsuffizienz sind. Also wenn die Herz- oder Nierenfunktion ganz massiv reduziert ist, dann ist das sicherlich etwas, was natürlich auch behandlungswürdig ist, da muss sich ein Arzt drum kümmern. Das kann man jetzt mit Birkenblättern allein nicht beheben. Sie sehen hier, wie vielseitig wir die Birkenblätter in Produkten aus unserem Hause verwenden, sowohl bei der Marke Dr. Schette für die Nutztiere oder eben auch Dr. Schette Pferd. Da haben wir hier unten einmal im Mineralfutter in diesem Herb Mineral oder in diesem Entgiftungspräparat, in diesem Detox oder wenn vielleicht auch der eine oder andere Tierarzt dabei ist. Da gehen wir von dieser Marke Plantavet, die ja exklusiv über Tierärzte vermarktet wird. Da haben wir es im Artus Cheval, in diesem Gelenkspräparat oder im Plantaferm, das ja vor allen Dingen auch wieder bei den Pferden eingesetzt wird, die vor allen Dingen ja mit dem Verdauungstrakt eben auch Probleme haben. Sie merken also auch hier eine ganz breite Verwendung dieser Birkenblätter in Produkten aus unserem Hause. Und nachdem wir jetzt gehört haben, was die Birke, die wir bisher vielleicht noch gar nicht so als Heilpflanze wahrgenommen haben, was die nicht nur in den Blättern hat, sondern was sie vor allen Dingen in der Rinde auch noch an Potenzial in sich birgt, sehen wir die Birke vielleicht in Zukunft mit ganz anderen Augen, vor allen Dingen, wenn sie im Frühjahr wieder mit den ersten frischen jungen Blättchen kommt. Sie wissen, dass ich auch immer ganz gerne mit einem Gedicht oder einem kleinen Spruch aufhöre, um das Ganze eben etwas lockerer, etwas leichter zu gestalten. Und ich habe da bei dem Willem Busch ein nettes kleines Gedicht gefunden. Das will ich Ihnen nicht in Gänze vorführen. Ich habe da nur zwei kleine Strophen herausgenommen. Ja, das ist das Gedicht Die Birke. Es wächst wohl auf der Heide und in des Waldes Raum ein Baum zu Nutz und Freude, genannt der Birkenbaum. Ein paar Strophen weiter heißt es, man zapfet aus der Birke sehr angenehmen Wein, man reibt sich, dass es wirke, die Glatze damit ein. Also gemeint ist das Birkenwasser, was wir, glaube ich, umgangssprachlich alle kennen. Ob man damit wirklich eine Glatze verhindern kann, das wage ich zu bezweifeln, aber wir haben gemerkt, dass die Haut ein ganz wichtiges Zielorgan ist, was die Birke als Heilpflanze betrifft. Und die Haare sind ja letztlich auch ein Organ der Haut. Also dass es sicherlich also auch eine gewisse unterstützende Wirkung hat, das ist gar keine Frage. Und also auch der Willem Busch hat sich damals schon mit der Birke befasst. Und
Ich kannte dieses Gedicht vorher nicht. Insofern ist es immer ganz nett, wenn man sich über eine Recherche mal intensiver mit einer einzelnen Heilpflanze befassen darf. Ja, und jetzt bin ich eigentlich auch schon wieder beim Ende angekommen. Und wenn ich mir die Uhrzeit anschaue, dann ist es heutzutage, jetzt auch heute gerade, eigentlich mehr oder weniger eine Punktlandung geworden. Jetzt muss ich mal schauen, hat sich das ein oder andere bei Ihnen ergeben an Fragen? Bisher sehe ich eigentlich nur ganz am Anfang Begrüßung, dass Sie mich gut hören, dass Sie mich gut verstehen können. Also ich denke gerade im Oh, die ersten verabschieden sich schon. Prima. Wunderbar. Eine tolle Pflanze, diese Birke, muss ich auch sagen. Also ich habe ganz früher die Birke auch niemals als Heilpflanze wahrgenommen und gerade sich mal mit Bäumen zu beschäftigen. Die Eiche haben wir vielleicht vorher immer schon, Eichenrinde, Sie kennen das vielleicht, Eichenrinde, Gerbstoffe, Stulmisan, so aus den Durchfallpräparaten heraus. Aber die Birke ist ganz, ganz spannend. Wie lange kann man die Birkenblätter füttern, kurweise? Ja, das wird, Frau Marek, das würde ich immer machen. Das wird eigentlich immer empfohlen, ob man es für sich selber macht mit Heilkräutertees oder ob man es bei den Tieren macht. Man empfiehlt sowas eigentlich immer nur kurmäßig zu machen, um diese Organe eben auch nicht überzustrapazieren. Es geht ja immer nur darum, etwas in Gang zu bringen. Wenn man also selber etwas macht, ich würde das vielleicht ein paar Wochen machen. Man sagt eigentlich immer so, 4, 5, 6 Wochen mal als Kur, dann würde ich immer mal wieder aufhören. Wenn eine besondere Indikation für etwas besteht, dann würde ich lieber switchen und umschwenken auf eine andere Heilpflanze, die vielleicht auch eine ausleitende, eine entgiftende Wirkung hat. Da könnten wir uns vielleicht dann mal wieder der Brennnessel bedienen. Also, dass man nicht zu lange an einer Pflanze bleibt. Und so heißt es bei diesen ganzen Arzneitees ja eigentlich auch immer nur, dass man so etwas kurmäßig machen sollte. Normalerweise würde ich dann eigentlich auch machen, bietet sich aber wunderbar an, also in diesen entsprechenden Dosierungen, wie wir es gerade gesehen haben. Wenn ich das also regulär in einem Kräutermineralfutter drin habe, dann habe ich es natürlich immer in sehr viel geringeren Dosierungen. Dann dient es ja allgemein der Unterstützung. Das ist sicherlich etwas anderes. Aber in dieser doch recht hohen Dosierung, also Birkenblätter pur verfüttert, das würde ich immer mal so 4, 5, 6 Wochen machen. Aber dann sollte man eigentlich bei so einer Sache wieder aufhören. Was anderes ist es natürlich, wenn Sie sich mit solchen Cremes bei Hautproblemen, bei chronischen entzündlichen Hautproblemen befassen, dann erfolgt so eine Behandlung ja in der Regel auch in Begleitung eines Arztes. Und dann geht es natürlich immer um die Symptomatik und da muss man ganz einfach gucken, was sich tut, wie lange man so etwas anwendet. Aber hier, Frau Marek, geht es ja vor allen Dingen wieder um die Tiere und das macht man idealerweise immer kurmäßig. Ja, interessant, was sich hinter diesem Baum alles verbirgt, finde ich auch. Wunderbar. Halbe Stunde reingehen, nur eine Pflanze. Ach, freut mich, dass Ihnen dieses Ganze gefällt. Ja, es ist natürlich Grüße von der dänischen Grenze. Wunderbar, Frau Jessen Petersen. Ich bin gebürtiger Flensburger. Herzliche Grüße zurück. Ja, die Kohle, das Ganze wird zum, genau, Carbobetulä. Es gibt verschiedene Zubereitungen, eben die Naturheilkunde hat sich doch sehr intensiv schon mit der Birke befasst. Bloß eben in der klassischen Medizin ist sie lange ganz einfach nicht anerkannt worden. Das Ganze kommt eher aus der Komplementärmedizin. Auch diese ganze Forschung eben mit dieser Birkenrinde und diesem Betulin und das, was heute wirklich die Hoffnung ist für viele Patienten, die da ja sehr arg leiden unter diesen chronischen Hautentzündungen, dass diese Forschung kommt eigentlich schwerpunktmäßig eigentlich auch nicht aus der klassischen Medizin, sondern aus der naturheilkundlichen Forschung. Und Sie wissen, es dauert immer ein bisschen länger, bis sich eben auch die klassischen Mediziner damit befassen und da, dann sagen, ja, okay, da ist wohl vermutlich wirklich was dran. Okay, tolle Pflanze, ja, muss ich auch sagen. War wieder sehr interessant. Prima. Ich merke, der eine oder andere muss wieder an seine Arbeit zurückgehen. Es soll ja auch nur eine kurze, gute halbe Stunde sein. Wer Lust dazu hat, vielleicht in 14 Tagen schon wieder dabei zu sein. Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, es ist die Melisse, die dann auf dem Plan steht. Das ist sicher wieder eine Pflanze, die man so als klassisches Heilkraut, auch anerkennt. Aber ich wollte Ihnen mal was ganz anderes bieten. Und ich persönlich finde die Birke hochinteressant
Und vielleicht geht es Ihnen dann auch so, dass Sie in Zukunft mal ganz, mit einem ganz anderen Blick an diesem hübschen Baum vorbeigehen und innerlich den Hut ziehen und sagen, ah, ich glaube, die Natur hält noch einige ganz spannende Geheimnisse für uns parat. Und wenn Sie weiter mitbekommen wollen, was da alles Spannendes vorhanden ist, dann seien Sie doch einfach dabei, wenn es wieder heißt, ja, kleine halbe Stunde Heilpflanzen-Webinar von der Saluwet-Akademie. Ich verabschiede mich bei Ihnen und hoffe, dass Sie gesund bleiben und ja, ganz einfach bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.